Was die Frage betrifft der Gespräche über die Perspektiven des nächsten Haushalts, ist es ja so, dass wir da intensiv dran sind. Das merken Sie alle. Das läuft, wie ich finde, als Teilnehmer der Gespräche sehr konstruktiv mit dem Willen und der Absicht, sich zügig und schnell zu verständigen. Und das geht ja nur, wenn man Dinge, die schwierig sind, schnell zu entscheiden in der Lage ist. Und mein Eindruck ist, diese Bereitschaft existiert. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass wir schnell vorankommen und deshalb für alle, die gerne Sicherheit für das, was in der Zukunft geschieht, auch die Sicherheit bieten können. Dass wir trotzdem ja handeln können, hat man in den letzten Tagen gemerkt und wird man auch weiter merken. Wir sind also in einer Situation, die sich sonst alle paar Jahre stellt, dass zum Jahresende der Haushalt noch dringend beraten werden muss, zum Beispiel immer nach Bundestagswahlen. Und wir sind jetzt dabei, das aber schneller und sehr, sehr zügig jetzt zu lösen, damit ganz schnell Klarheit herrscht. Und wir werden Ihnen sagen, wann wir fertig sind.